Signore Blutschluck. Das war wirklich kein glorreicher Kampf. Ja, gut, Keinen ich von meine, beiden. Blutschluck hat den ganzen Tag unten knietief in Wasserleichen gestanden und seine Gnaden hat eine Arche getötet. Ich denke, man kann es ihnen beiden nachsehen, dass sie Munras Tugenden nicht mehr gar so hochhalten konnten. Was soll das denn heißen? Wie gesagt, es war nicht die Höhe der Kunstfertigkeit. Das nächste Mal, wenn ihr euch mit ihm schlagt, solltet ihr vielleicht warten, bis ihr beide ausgeruht seid. Ich meine, technisch gesehen habt ihr wohl gewonnen. Aber das liegt eher darin, dass er aufgegeben hat. Aus Langeweile, wie er behauptet hat. Ja, er murmelt die ganze Zeit auch irgendwas von wegen gutem Kampf und sagt dann, nee, gibt's nicht mehr. Überraschend wenig Blut für einen Korkgeweiht, wenn ich das so sagen darf. Überraschend wenig. Sehr wenig sogar, ja. Naja, und dann meintet ihr irgendwas von, ihr müsstet euch entspannen und ich glaube, dann seid ihr ins Mangaskornviertel gestolpert. Nein, vorher hat Ahmad mich noch begleitet. Ah. Wir haben das Kopfgeld eingezogen. Ihr habt euch erstaunlich gewandt mit Worten gezeigt. Oder besser gesagt, ihr habt euch sehr fexisch gezeigt. Ich war überrascht. Ich bin ja so froh, viel hinterlässt hätte ich nicht von euch erwartet. Ich bin ja froh, dass ihr beide da schon geschaukelt habt. Ich kann mit diesen Kontorratten einfach nicht länger als 5 Minuten reden, ohne Wutanfälle zu kriegen. Unehrliche Leute sind das, sage ich euch. Ihr hättet was Anständiges lernen sollen, anstatt sich von anderen Leuten harter Arbeit die Bäuche vollzuschlagen. Wahrlich, ich musste ihn dreimal berichtigen, wie lang die Arche war. Aber dabei haben wir auch festgestellt, dass Yalan jetzt offiziell der Captain der Feuer-Djinn ist. Zumindest ah, in Kondition. Da fällt mir ein, ich würde jetzt mal meine Zeichnung herausholen und sie achtmal vorlegen. So in etwa sah die Arche aus. Ein herausragend gearbeitetes Bild, zwar nur in Kohle gezeichnet, aber auch schon die ersten Schattierungen, die du darauf erkennen kannst. Da fehlt noch ein bisschen Farbe, aber das ist ein Kunstwerk, das kann man ja auch in Kunchum verkaufen, sicherlich in anderen Bereichen, in anderen Städten, aber das fängt die Szene schon richtig, richtig gut ein. Sehr beeindruckend. Das sieht sehr gut aus. Danke. Ja. Geben wir das Bild wieder zurück. So. Nur damit ihr euch die Arche vorstellen könnt. Nun, ich denke, es sollten die wichtigsten Ereignisse gewesen sein. Nun, abgesehen davon, dass Romilly uns scheinbar verlassen hat nach dem Kampf. Und nun, ihr seid dann einfach verschwunden und habt scheinbar euer Gedächtnis verloren. Interessante Geschichte, die ihr mir da erzählt. Würfel mal Selbstbeherrschung. Wie bitte? Selbstbeherrschung. Ich? Ja, natürlich. Die erzählen dir jetzt von Heldentaten, die begangen worden sind und du kannst dich nicht ein bisschen daran erinnern. Das nagt schon sehr an deiner Seele. Ja. Okay. Nagt an meiner Seele was? Okay. Ja. Kann mich überhaupt nicht erinnern. Aber wenn ihr mir von diesen Heldentaten erzählt, dann wird das wohl so gewesen sein. Ihr habt also eine Arche erschlagen. Wollen wir euch jetzt Archentöter nennen? Ihr euch auch. Ich glaube, so werden wir gerade in der gesamten Stadt genannt. Und mit Recht. Das könnte einiges erklären. Nun sei es wie es sei. Woran wird entschieden haben, warum ich diese Erinnerung nicht behalten halten sollte, sondern sie vergessen sollte. Vielleicht soll ich mich an noch wichtigere Sachen erinnern. Ahmad. Man sieht Ahmad an, dass er gerade streng nachdenkt, ob er vielleicht irgendwas Wichtiges in seinem Hinterkopf hat, was gerade zum Vorschein kommt. Hält fest, da kommt nichts. Und zuckt dann nur mit den Schultern. Was steht jetzt an? Einige Besorgungen in der Stadt, einige Besuche bei Leuten. Und natürlich das Anstreichen der Belohnung, obwohl ich nicht weiß, ob wir zwischendrin nicht noch eine
kleine Reise einschieben können. Es hieß, Kiara, sie war da. Wie lange soll es dauern? 2 Wochen? 10 Tage. 10 Tage. Und ja, in der Zwischenzeit, auch wenn wir jetzt Archentöter sind, das Leben geht weiter. Unsere Pflichten haben sich nicht geändert. Der Grund, warum wir hier hergekommen sind, ist immer noch derselbe. Richtig, ihr müsst einige Waren veräußern, damit wir in 5 Tagen die Söldner noch bezahlen können. Ja, wobei, vielleicht können wir die Waren, statt sie einfach nur zu verkaufen, auch nutzen jetzt, da wir andere Geldquellen haben. Nun, ich denke, den Stahl sollten wir auf jeden Fall eine Weile auf Lager liegen lassen. Aber ich sehe wenig Nutzen für Leinöl, Samt und Seide. Das ist wahr. Entsprechend, solange ihr nicht vorhabt, euer Quartier auf der Arche mit Edelhölzern auszukleiden, kann das unter die Hände. Nun, so eitel denke ich, bin ich nun auch wieder nicht. Und wenn ich Luxus haben wollte, dann wäre ich nicht von zu Hause weggegangen. Es klopft einmal an der Tür. Herein. Xindan steht an der Tür, schaut so ein bisschen rein, macht sie dann ganz auf. Ich habe hier gerade von einem Boten, so einem alten Mann, habe ich einen Brief bekommen. Er sagt wohl, er ist ein... Ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung. Und er sagt, hier, keine Ahnung, ich kann nicht lesen. Leg den Brief hin. Ich nehme ihn den mal ab. Dann schauen wir mal. Siegel und Wappen aus dem Hause Stirrebrand. Meine Gesichtszüge entgleisen, also gleisen nicht, aber gehen ein wenig wieder nach unten. Ich glaube, so ein Fasul oder so. Alter Mann, keine Ahnung. Ich mach das mal auf. Titel, und dann schreibt er wohl gezielt dich an. Gesiegelt und gestempelt von Störrebrand selber und ausgetragen von seinem Berater Faisul. Es ist eine Einladung, und zwar in das höchste Haus der Stadt, in den Palast der Sinnesfreunde. Bist dir nicht ganz sicher, wo er liegt, weil du da noch nie warst. Und ja, ist wohl eine Einladung von dem Haus Störrebrand, dem Haus Dachmani und Al-Nabab. Noch nie gehört. Ist das ein Anlass oder wollen die mich anscheißen? Das weißt du nicht. Es ist eine Einladung für den morgigen Tag mit deinen Begleitern. Mit diesem Brief wirst du wohl in dieses Haus der Sinnesfreuden vorgelassen und ja, was genau sie von dir wollen, steht da nicht dran. Also da kann man nicht zwischen den Zeilen hinauslesen. Nein, überhaupt nicht. Politisch neutral. Meine Herren, ja, wir haben alle noch Festtagskleidung in der Stadt. Wir wurden offensichtlich vorgeladen. Ich lege einfach mal den Brief auf den Tisch. Störrebrand und Konsorten. Nun, es scheint, als wenn jemand an unserem Ruhm teilhaben will. Oder, dass vielleicht jemand sich aus der Belohnung hinauswinseln möchte. Das ist doch selbstverständlich, dass sie das wollen. Ihr wisst, was sie sagen werden. Die Geschäfte sind schlecht und in letzter Zeit und die Jahreszeit und sowieso und die Steuern. Wir klagen sich immer über die Steuern. Natürlich tun sie das. Nun gut, aber bis morgen haben wir noch Zeit. Jaras, wenn ihr mitkommen möchtet. Ach, natürlich. Werden dann 2 Mann Leibgarde herbeigepfiffen, die eine Handkistchen von dem Stahl einpacken und dann geht's los. Gut, das heißt, du möchtest zur Schmieden, wenn ich das richtig verstanden habe? Bevor ich mich zum Deppen mache, die Frau ist Tolamidin, ja? Die ist nicht aus Maraskana. Sie wohnt und lebt im Maraskana-Viertel. Ja. Yaira Al-Azim. Al-Azim ist kein maraskanischer Name, denke ich. Karina, was meint ihr dazu? Nun, ich habe die Frau noch nie getroffen. Doch. Ja, ihr Name klingt tulamidisch. Auch wenn sie im Maraskana-Viertel lebt, vielleicht wird sie die Gebräuche von Maraskanern mehr schätzen als die von Tulamiden. Nun gut. Wir bringen ihr auf jeden Fall was von dem Stahl mit, den wird sie so oder so hoffentlich zu schätzen wissen. Ich würde euch eine Probe auf entweder Grobschmied erlauben oder Gassenwissen.
Mit einer Ortskenntnis von Kurnchum, falls ihr sowas habt, dann wäre es sogar nicht ganz so sehr schwer. Ortskenntnis gibt 2 Punkte Erleichterung, ansonsten Gassenwissen plus 7. Ja, den Grobschmied anzubieten. Dann Grobschmied plus 7. Aber ich habe die Ortskenntnis. Grobschmied plus 7 und die Erleichterung Ortskenntnis zählt auch für das Grobschmied. Kenntnis. Die habe ich vergessen einzutragen, also nehme ich sie heute noch nicht, sorry. Ich dachte, du hast sie gekauft. Ja, aber ich habe vergessen, sie einzutragen. Ja, dann ist es... Okay, ja, nee, sollte trotzdem passen. Aber mit einem Talentwert von 1, das hilft dir auch nicht. Hast du kein Gassenwissen? Ich habe Gassenwissen, aber schlechtere Attribute. Ach, das ist das. Auch plus 7, oder? Genau, Gassenwissen plus 7 und mit Ortskenntnis plus 5. Weil mit KK 16 und neben der Charisma von 11, dann muss ich zu Potter kommen. Du Fuchs. Ich Fuchs. Aber Karinor reißt raus. Ich hab's erstmal geschafft. Dir ist bekannt, dass das Schmiedeviertel, in dem sie lebt, zuerst da war und dass die Maraskaner sich einfach dazugesetzt haben und dann, als dieses Exilantentum dann nach und nach immer mehr Leute anzog, haben sie sich einfach im Schmiedeviertel niedergelassen und die Häuser höher gebaut. Also aber eigentlich immer nur ein Schmiedeviertel. Erzählte mir nicht der Geist einst, ja, ich glaube, sie war schon vor den Maraskanern dort. Die sind doch erst vor kurzem hergekommen. Vorher war das mal was gemacht, das Schmiedeviertel. Ja, nichtsdestotrotz, über guten Waffenstahl wird sie sich trotzdem freuen. Auf jeden Fall. Aber ja, sie sollte eine Tulamedin sein. Wobei ich höre, dass die Kunchoma auch ganz Brauchbaren hier in der Nähe verhütten lassen. Na, was soll's. Gut, dann geht's los. Was tun die anderen? Eltern Gorbas, hast du irgendeinen Auftrag, irgendeine Idee, was du machen möchtest? Ja, erstmal schaue ich weiter achtmal an und mache. Er sieht jetzt aber schon so aus, als würde er erstmal weiterleben. Zwar mit dem Kater seines Lebens, aber der lebt schon weiter, richtig? Er sieht ein bisschen müde aus, aber einen richtigen Kater hat er gar nicht. Also er fasst sich nicht an den Kopf oder sowas, hat keine Kopfschmerzen. Er sieht vielleicht ein bisschen frustriert aus, weil ihm das da seine Heldentaten fehlen, aber ansonsten einen richtigen Kader mittlerweile gar nicht mehr so sehr. Dann möchte ich, also im Grunde möchte ich mich auf mein Zimmer setzen und dort eine Art, naja, sagen wir mal, Pro- und Kontraliste schreiben, mich mit den Magiern aus Kunchon zusammenzutun, um über die Meronenarche was rauszufinden. Also im Grunde wäge ich mit mir selbst ab, ihnen mehr Informationen zu geben, wäre schlecht, weil sie sind so käuflich. Ich mache im Grunde erstmal, ich hadere mit mir selber, Was ich jetzt tun sollte. Also die Überlegung, ob es da vielleicht sowas wie eine Kooperation gibt, Graumagier mit Weißmagier und die geldgierigen Tulamiden, ob du denen Infos geben kannst? Was hast du denn überhaupt für Infos von der Arche? Also zum Beispiel, dass man auf jeden Fall das Herz treffen sollte und ob ich ihnen Geld geben würde, um neue Infos zu bekommen. Also ob ich diesen Rach auf diesen geldgierigen Leuten noch mehr Geld in den Hals zu schmeißen ist oder ob ich mich lieber darauf verlasse, an die Weiße Gilde zu schreiben, die vielleicht mir dann erst in ein paar Wochen Informationen geben kann, je nachdem wann halt, oder ob mir dann überhaupt Informationen gegeben werden, weiß ich ja nicht. Also ich möchte im Grunde abwägen, was ich dafür die bessere Option halte. Okay. Das heißt, deine kurze Expertise, die du jetzt von der Imperiala oder der Asagena Imperiala hast. Genau. Die Gezeitenspinne hast du ja noch nicht gesehen. Dass das Schiff zum Beispiel droht zu sinken, je nachdem wie schwer es beschädigt ist. Alles, was ich im Grunde über die Dämonenarche gelernt habe, ist jetzt nicht die Welt, aber bevor man es mit den Graumagiern teilt, muss man erstmal überlegen, ob man das auch wirklich will. Okay. Gut. Ahmad? Ahmad würde wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ausgestumpft da immer noch in diesem Besprechungssaal sitzen bleiben. Drüber nachdenken, warum er sich denn nicht gerade dran erinnert, um Boron ihn mit Vergessenheit gestraft hat in diesem Falle. Und dann würde er irgendwann rausgehen, bisschen durch die Stadt laufen und mal gucken, wie viele Leute einen erkennen. Wie viele Leute dich erkennen? Ja, man muss ja, nachdem man so peinliche Sachen am Morgen gemacht hat, sein Ego wieder aufpusten. Also, die erzählt worden sind, auch was dran ist. Ja, wenn du so ein bisschen umherstreifst,
Du wirst feststellen, dass dich jeder Maraskaner kennt. Jeder spricht Jeder dich, Maraskaner. jeder Maraskaner kennt dich und jeder spricht dich mit Bruder, Schwester Ahmad an. Ja, je nachdem, wo du sie erkennst. Also nicht unbedingt auch im Schmiedeviertel, sondern auch am Flusshafen. Da gibt es dann ja die Stoffdrucke und zwar von verschiedenen Maraskanern. Es gibt aber auch Handelshäuser und vielleicht auch den einen oder anderen Exilanten, der dann irgendwo anders rumläuft. Aber jeder Maraskaner grüßt dich. Du siehst wohl, wie sie so eine Mütze auf dem Kopf haben, ziemlich bunt. Wo auch immer die eine Mütze. Naja, also wirklich kalt ist es Kotium nicht. Es hat zwar gestern geregnet, aber bunte Mützen, die sie auf dem Kopf haben. Ist wohl die neueste Mode, der neueste Schrei. Und ja, grüßen dich dann, unterhalten sie sich dann auch ganz nett mit dir und freuen sich und beten dann auch ganz laut zu Schwester Rondra und schreien dich dann an. Also wenn sie dann so vor dir stehen, ungefähr 50 cm Abstand, ja, schreien sie dir in das Gesicht und ja, preisen Rondra. Ganz merkwürdig. Du hast diese Ja, Kultur noch nie Ahmad verstanden. unterdrückt den Reflex, den Leuten ins Gesicht zu schlagen, das erste Mal, wenn sie ihm ins Gesicht schreien. Ja. Ja, und würde das dann mehr oder weniger gleichzeitig froh, dass Rondra gepriesen wird, aber gleichzeitig auch genervt, dass alle Leute ihm ins Gesicht schreien, hinnehmen. Würde dann, glaube ich, auch mal in den Boron-Tempel gehen. An Conchom, ja, oder? Ja, müsste man natürlich noch wissen, wo der ist. Kannst mal eine Gassenwissenprobe würfeln. Frag einfach den nächsten Maraskaner, der mir ins Gesicht schreit. Okay. Ja, dann wirst du einen Maraskaner finden, der erbarmt sich dann und geht eine ganze lange Strecke in Richtung Süden. Fast zu einem Tor noch aus der Stadt raus, aber kurz bevor er dann ja, rausgeht, biegt er einmal ab zum Tempel des Todes. Und ja, hier eine unglaubliche Stille, die hier vorherrscht. Ein paar wenige Geweihte, die hier langsam mit schwarzen ja, Boronskutten umherlaufen. Ja, die Hände in die Ärmel geschoben und als der Maraskaner dann hier eintritt, stellt er sich einmal in die Mitte des Boron-Tempels und schreit dann Bruder Boron an, dass er uns alle mit eine freudige Umarmung schenkt, dass Schwester Zar Schreit er uns das neues. wirklich? Er schreit jetzt hier laut herum. Darf ich ihn jetzt schlagen? Das weißt du nicht. Würfel mal Götter an Kulte. Eine ja, Geweihtin, du bist ja nicht ganz sicher, was das für eine Dame ist, hat ein paar merkwürdige Zeichen an sich, die nicht so sehr Boron entsprechen, schiebt dann diesen Maraskaner höflich, aber bestimmt raus und murmelt dann nur noch irgendwas leise. Keine Maraskaner hier. Ja, und er verabschiedet sich dann laut und bedankt sich noch einmal bei Schwester Mahabo und ja, geht dann auch raus, sehr glücklich. Und wenn er noch auf den Stufen steht, schreit er dir auch einmal zu, dass er sich jetzt verabschiedet und dass er erzählt, dass du im Boron-Tempel bist. Ja, man winkt ihm leise hinterher. Währenddessen im Schmiedeviertel bei Yaira Al-Azim. Yalan und Kiaras betreten gerade die Schmiede. Ja, vor euch eine etwa 50-jährige, trotzdem immer noch sehr hübsche Frau mit dickem Lidstrich und ja, auch Lippenstift aufgetragen, irgendwie in Rouge. Ja, schaut euch an und wischt sich dann einmal über ihre, ja, Wangen, sind so ein bisschen Ruß verschmiert und ihr könnt auch sehr viele Brandnarben darauf erkennen. Hat wohl also öfter mal zu tief ins Feuer geschaut. Rot glühendes Gesicht, schaut euch an. Ja, wie kann ich euch helfen? Ja, ich weiß ja, dass Yala momentan nicht mit ihr auf bestem Stand ist, das hat er erzählt. Also trete ich vor. Salam Sahib, sei gegrüßt, Meisterin. Wir sind hier, weil wir eure Dienste brauchen. Zuerst einmal bringen wir Geschenke. Naja, eins. Geschenke sind immer gut. Erstmal die beiden vortreten. Da aus Maraskan. Ja, sie begutachtet sich so ein bisschen den Stahl, das ist natürlich schon verhüttet, ist also nicht mehr in der Rohform und betrachtet sich dann die einzelnen Barren, die dann nach vorne getragen werden, abgelegt, legt sie dann wieder zurück. Gute Arbeit. Hafaks Schergen mit Blut abgerungen. Dann wird es Ihnen sicherlich. Ich bedanke mich für das Geschenk. Ja, ich verbeuge mich vor ihr. Vor kurzem, gestern erst, sind wir bei der Verteidigung der Stadt in einen Kampf geraten gegen weitere Schergen der Dämonen.
Nun, das hört man hier wohl. Gerade in diesem Viertel kommt man nicht umher. Ja, es ist uns zwar gelungen, eine dieser widerlichen Schiffe zu zerstören, doch ist es uns schwerlich aufgefallen, dass selbst wenn wir weiterhin kämpfen, die anderen Archen wohl doch noch ein großes Problem werden. Und daher brauchen wir eure Hilfe. Ihr wollt also, dass ich euch etwas schmiede, ja? Ja. Ich musste feststellen, dass Tapferkeit alleine nicht hilft. Ein guter Stahl fehlt leider, um die Schergen zu töten. Nehmen wir den Streitkolben herbei. Ihr habt eine ganz vorzügliche Waffe gemacht damals. Hat dieser Streitkolben die Arche vernichtet? Das hat er. Dann nickt sie und deutet eine Verbeugung an. Die beste Schmiedearbeit, die man wohl von einem Menschen auf Aventurien bekommen kann, wenn man das so sagen darf. Zumindest behaupten es andere. Und ich bin nicht geneigt, euch zu widersprechen. Und jetzt braucht ihr eine Waffe für euch. Ja, ich hole einmal meine Waffe hervor, halt ein Rapier und eine Linkhand und präsentiere ihr die beiden Waffen. Ich musste feststellen, dass meine Waffen nicht ausreichen, um die Rüstung der Feinde zu zerstören. Den Dolch gibt sie dir sofort wieder, so etwas schmiede ich hier nicht. Und nimmt sich dann die andere Waffe, was ist das? Ein Rapier. Ein Rapier. Nickt dann. Also gut, und ihr begleitet Jarlan Greifenmund? Ja, er ist mein Kapitän und ich habe ihm die Treue geschworen. Sie nickt und schmeißt dann den Rapier ins Feuer vor sich. 2 Tage? Dann geht sie einmal zu einem Schrank, kramt da ein bisschen drin herum und holt dann sowas wie ein Maßband hervor, auf dem verschiedene merkwürdige thulamidische Symbole drauf zu erkennen sind und würde dann an dich herantreten und ohne dich zu fragen, vermisst sie dich erstmal. Also misst deinen Arm ab, deine Finger, deine Hand und auch den Umfang und beginnt dann erstmal dich zu vermessen. Ja. Nach ungefähr 10 Minuten ist sie fertig, hat sich eine kleine Zeichnung angefertigt, wo dann verschiedene Werte draufstehen und nickt dann. In 2 Tagen ist das fertig. Ich danke euch. Gut, kann ich euch sonst noch etwas... warum seid ihr noch hier? Keine Ahnung, wenn sonst nichts mehr ist, können wir dann gehen. Okay. Gut, dann könnt ihr gehen. Ja, so mir. Hast du Station abgehakt? Du hattest auch nicht das Gefühl, dass sie dir eine neue Waffe schmieden möchte? Ja, ich komme noch zum Betteln, keine Sorge. Aber jetzt soll sie erstmal Kiaras das Ding machen und ich will sie nicht vorher verleiten. Ja, ihr kommt wieder zurück. Wir wollten jetzt zur Rüstung schmieden. Ganz genau. Bitte, wohin wolltet ihr? Bei einem Rüstung kaufen. Rüstung kaufen. Ja, den werdet ihr wahrscheinlich auch hier in diesem Schmiedeviertel finden. Könnt ihr natürlich auch Rüstung von der Stange bekommen. Oder ihr kauft euch eine maßgefertigte Rüstung. Die ist dann natürlich sehr viel teurer und braucht dann auch sehr viel länger. Und dann müsste man dann verschiedene Dinge anprobieren. Und je nachdem, wie viele Läden ihr dann aufsucht, wird das dann sicherlich einen halben Tag dauern, bis ihr dann eure passende Rüstung bekommt. Ich vermute, es wird eine Rüstung von der Stange sein, oder? Ja, keine maßgeschneiderte, aber sie soll halt passen. Und ich brauche nur ein paar kleine Teile. Gut. Ja, zieht euch die Dukaten dann ab. Ihr müsstet dann natürlich wissen, wie das mit eurem persönlichen Habe aussieht. Mittlerweile bezahlt ihr euch ja selbst einen Sold, weil das sehr viel sinnvoller ist. Aber ja. Wenn ihr dann irgendwann fertig seid, könntet ihr nach dem halben Tag andere Dinge tun. Was tut in der Zeit Ahmad im Bohrentempel? Ahmad würde auf dem Weg dahin auf jeden Fall erstmal erkundigt haben, ob es ein Alanfana oder ein Pungina-Ritus ist hier in Kunchorm.
Na, ganz so schlau bist du da nicht raus. Irgendwo an den Grenzen, ob da das eine oder das andere, ja, bist du dir selber nicht ganz sicher. Sind sie sich selber wohl nicht ganz sicher? Wir wissen es nicht. Das ist ihnen eigentlich egal. Ja, gut, wenn du dann, also warst ja schon drin, ne? Hatte ich ja beschrieben, aber wenn du das Haus so ein bisschen ansiehst, aus schwarzem Basalt errichtet, das erinnert dich schon leicht an die fensterlosen Steinhütten des Puninaritus. Wenn du dich da so ein bisschen auskennst, Punin ja auch in der Nähe von Fasar. Unspektakulär und flach, also nicht sehr prunkvoll wie die Alanfana-Gebäude, die Alanfana. Wobei du noch nicht da warst, aber du hast sicherlich schon Geschichten gehört. Vielleicht sogar auch von Kiaras mal. So lange kanntet ihr euch ja auch nicht, aber vielleicht mal in einer freien Minute habt ihr euch auch mal über Boron unterhalten. Wenn du dann das Haus selber betrittst, wirst du eine von Weihrauch geschwängerte Luft ja, riechen. Also man bittet den Rabengott hier um Milde und ja. Also in Pazar gibt es sowohl den Alanfana als auch den Bohrer Tempel. Also ist das hier quasi der langweilige Bohrer Tempel. Okay. Nee, also es ist wie gesagt, man kümmert sich hier nicht um die wirklichen Riten, ob das jetzt Punina oder Alanfana ist, es ist dieser eine Tempel. Aber es ist ein langweiliger, kein prunkvoller. Ist ein langweiliger Tempel, genau. Ja, dann würde Ahmad da hineingehen und sich mal umschauen, ob dort irgendein Geweihter für Ja, wie gesagt, reinkommt. gerade hat diese Frau in der schwarzen Robe hat gerade den Maraskaner weggeschickt, höflich weggebeten und kommt dann wieder mit verschränkten Armen bzw. in ihre Kapuze reingeschoben auf dich zu. Und du erkennst wohl ein Zeichen, das erinnert dich ein bisschen an Kor. Aber es gibt wohl auch noch eine Speiche, und zwar ja, fünfräderige Speiche. Das ist dann definitiv der Puninaritus. Aber was das mit dem Chor, ja, mit diesem Kreuz zu tun hast, du weißt es nicht genau. Okay. Also, die Götter- und Kulteprobe hast du gewürfelt, du kannst jetzt nicht genau erkennen, was das für eine merkwürdige Untergattung ist. Ja, dann würde Ahmad jetzt sehr leise fragen, beziehungsweise erst einmal sagen, Boron zum Gruße. Boron zum Gruß. Haucht sie dich an und du merkst wohl auch, wie da auch so ein bisschen kräuteriger Geruch in ihrer Stimme liegt. Aber eine Frage, die das Vergessen von Buron betrifft. Ich bin gestern einer der Glückseligen, der für Rondra streiten durfte, gewesen, der auf eine Arche kam, die mit zerstört hat. Allerdings kann ich mich an keinen Moment dieser glorreichen Heldentat erinnern. Straft Buron mich, habe ich ihm gefrevelt. Warum tut er das? Wenn Boron Vergessen schenkt, dann ist es eigentlich immer eine Belohnung. Boron straft nicht mit Vergessen. Hast du großes Leid erfahren? Dann nimmt er es dir. Ebenso die Erinnerung an andere Gefallene, an Verletzungen jeglicher Art. Mich belohnen wollen würde, würde er das mit der dritten Dämonenschlacht machen. Aber nicht mit so einem Kampf. Auch diesbezüglich können wir dir helfen. Ich diene zwar Mabo, aber meine Brüder und Schwestern können dir sicherlich ebenso helfen. Du bist hier also genau richtig.